Ja, hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal, Part 7575. Ich heiße euch recht herzlich wieder willkommen, genau hier im LS17 auf der Map Altenstein. Ich stehe hier, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Genau, wir machen jetzt noch die Felder fertig machen und muss jetzt hier noch wegfahren. Deswegen fahre ich jetzt hier auf die Seite. Na komm, gib Gas. Wir lassen den Kuhher hier stehen. Springen den Drescher. Wir müssen ja noch das Feld hier fertig ernten, sage ich. Und dann auch natürlich den Stroh und die Ballen brissen. Ich mache jetzt hier noch ein Vorgewende mit rein und dann noch eins zurück. Und oben auch noch mal eins, damit es mehr Platz ist. Und dann versuche ich mal den Helfer fahren zu lassen, dass ich beim anderen, wo wir beim letzten Mal schon angefangen haben, praktisch noch die Ballen pressen kann. Genau. Von dem her. Weil alleine ist es doch auch schon viel Arbeit. Sie ist zwar schön bewirtschaftbar, aber es ist auch schon einiges an Arbeit. Genau. Jetzt fahre ich noch einmal hoch, obwohl oben ist es eventuell reichen, aber trotzdem fahre ich einmal noch hoch. Dann könnte ich eigentlich so hochfahren, gell? Die gleich mitnehmen, die Bahn. Wäre ja unwirtschaftlich sonst. Dann oben ein Vorgewende mehr rein und dann lasse ich ihn rauf und runter fahren. Weil es müsste dann ausreichen. Da unten hat er genug Platz, auch mit der Wiese zur Straße hin. Also von dem her müsste das reichen. Ja, mit dem neuen Drescher habe ich noch nicht jetzt geschaut. Ich bin immer noch am Überlegen, was ich mache. Weil die Kapazität von dem ist ja auch, wenn ich dieses hier sehe, schon ziemlich klein. Hier ist eine Frage jetzt wieder. Zumindest ein anderes Schneidwerk vielleicht hinmachen. Genau. Mein Schneidwerk ist zwar Dings, aber da muss man halt dann von dem her schauen. Ja, so ist es. Also wenn ich jetzt hier das habe, müsste eigentlich die drei Vorgewände reichen. Wenn ein breiteres Schneidwerk ist, braucht man bloß noch ein oder zwei Vorgewände, sage ich jetzt mal. Ist auch schon wieder Vorteil. Gut, da fahre ich jetzt mal hier hinten hin und setze ihn an und hoffe, dass er das macht dann, was ich möchte. Dann laufe ich schnell runter und fahre den kleinen LKW weg, den Kaucher, Entschuldigung, mir ist gerade der Name weg, weil das ja da unten da praktisch nicht im Weg steht, falls er wenden will da unten. Wie heißt es, der wieder? Steht doch wunderschön dran und ich kann es mir nicht merken. Der Bucher. Der Bucher Money. Genau, und ich fahre den jetzt hier auf die Seite. Dass der schön wenden kann, wenn was ist. Ja, der müsste jetzt Platz haben ohne Ende. Schauen wir mal, wie er wendet. Das interessiert mich jetzt. Und dann springe ich in den MB-Truck, weil das ist jetzt doch ein bisschen weit zum Laufen. Ja, das schafft er doch. Da ist jetzt doch genügend Platz, oder? Und wenn er da nicht Platz hat, dann... Gut, dann machen wir das. Dann machen wir hier weiter. Genau. Ballenpresse an. Dann pressen wir mal die Ballen hier. Müsste eigentlich wieder an sein, alles müsste hinhauen. Ja, ich glaube, auf und abfahren ist besser. Weil, wenn man das hier anschaut, was er da fabriziert hat, das ist nicht gut. Weil da kommt man mit der Maschine nicht ganz hinterher, außer man schwadert vielleicht noch zusammen. Das wäre auch noch was. Aber das ist dann wieder doppelte Arbeit. Genau.
Da hier auch wieder. Es ist für den Kleinen, das ist fast zu eng, dass man da rumkommt. Also von dem her gehört ein größeres Schneidwerk her. Die Wendigkeit vom Drescher ist ja in Ordnung. Aber das Schneidwerk ist, glaube ich, zu klein. Mal gucken, ob ich da nicht noch ein bisschen neueren oder anderen Drescher herkriege. Aber jetzt macht halt auch immer Arbeit, das Suchen und so weiter, und die Zeit fehlt halt auch immer wieder. Die nächstgrößeren Drescher sind halt auch sündhaft teuer und das Geld haben wir auch noch nicht so. Das ist halt auch wieder das Nächste. Wir haben jetzt zwar schon wieder einiges eingenommen, aber man muss halt auch immer wieder schauen, was braucht man wirklich, was braucht man nicht. Von dem her, und ich möchte ja auch mal ein bisschen was erwirtschaften, auch mal den Kredit zurückzahlen. Also von dem her, ihr versteht, was ich meine. Dass man mal schuldenfrei ist und dann vielleicht dann richtig aufbauen kann. Genau. Und wie gesagt, wenn ich jetzt den anderen Drescher, den älteren, was ich jetzt gefunden habe, wo ich es in der letzten Folge schon erzählt habe, würde ich schon mal ein bisschen an Gewinn machen, weil das natürlich das neuere Fahrzeug verkaufen, mein Eltern, der nicht so gut ist, wäre günstig einkaufen, wäre natürlich auch was. Genau. Muss ich mal gucken. Muss ich mir überlegen. Ja, hier kommen auch einige Ballen raus. Was ich noch brauche, ist ein Ballenwagen. Den muss ich auch noch kaufen. Oder mieten zumindest, je nachdem. Und das wird auch nicht gerade wieder das angenehmste werden. Genau, von dem her. Weiß ich nicht, was so ein Ballenwagen kostet. Da müssen wir mal gucken dann. Der hat vollen Kontank. Ja, supi. Springen wir mal in den anderen rüber. Ja, das wird es diesmal knapp werden, sage ich jetzt grob. Ja, das schaut doch ganz anders aus als auf dem anderen Feld, oder? Ist doch viel besser. Gut, dann lasse ich den so stehen, springe wieder in den MB-Truck rein. Ich weiß, ich springe jetzt ein bisschen hin und her, aber einschalten sollte man auch. Es ist halt diese Hin- und Herlauferei ist ein bisschen jetzt zu lang. Das ist doch zum Laufen ist zu weit. Wir wollen doch auch was schaffen von dem her. Genau. Ja, das andere Feld schaut wesentlich besser aus. Also das werde ich jetzt in Zukunft immer so machen. Eine Auf- und Abfahrt und keine Kreisfahrt, weil schaut euch das an hier. Das ist ein schönes Muster, aber man kann damit nichts anfangen. Also ich fahre jetzt auch auf und ab. Fast sinnvoller, glaube ich, bevor ich jetzt da lang hinterher fahre. Ja, das geht, das haut hin. Ja, jetzt kann es auch mal sein, dass ich vielleicht einmal die nächste Zeit ein paar Videos hier mache, aber ohne Quatschen. Dass ich vielleicht hier auch mal einfach sage, ich fahre, ich arbeite und mache bloß Musik im Hintergrund. Ihr seht es dann auch, was ich mache. Und dann von dem her ist es gut. Weil man sagt und erzählt immer wieder das Gleiche, so ungefähr. Kann es auch mal sein, dass ich ein, zwei Videos
ohne Reden mache. Einfach mit Musik im Hintergrund. Das ist dann auch schön. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob euch das passt oder nicht. Oder ob ihr mich reden hören wollt oder ob ihr nur die Musik hören wollt. Genau. So, dann. Ausschalten. Ausfahren. Einklappen. Ab auf Feld 18 oder was das ist. Dass wir da weitermachen können. Genau. Aufklappen. Warten, bis es aufgeklappt ist. Ablassen und ab geht's. Ah, dann ist der eh schon gleich fertig. Da werde ich jetzt die Ballen noch fertig pressen. Oder besser gesagt, vielleicht auch zwei, drei aufnehmen. Vielleicht kann man das auch mit Helfer machen, weiß ich nicht. Habe ich noch nie ausprobiert. Also von dem her muss ich irgendwo ausprobieren, ob das da mit Helfer auch geht. Aber ich glaube jetzt nicht von dem her. Vielleicht die auf- und abfahren. Ich werde das mal ausprobieren, ob der das macht. Ja. Er nimmt keinen Helfer bei der Ballenpresse an. Okay. Der Helfer hat die Arbeit erfolgreich beendet. Das ist ja supi. Ich werde jetzt mal die Bahnen hier runterziehen, eine. Und dann werde ich dann den Helfer das abtanken. Und dann müssen wir weiter gucken, wie es weitergeht. Dann haben wir nämlich wieder zwei Felder fertig fast. Genau. Und von dem her. Da liegt auch noch was drin. Seitlich. Es ist die gleiche Situation wieder wie vorher. Fahre ich zu eng, komme ich nicht rum, fahre ich zu weit, bleibe ich hinten hängen. Aber diesmal ist besser gemeistert. Genau. Ja, da oben steht jetzt eh dann der Drescher, den ich erst wegtun muss. Jetzt fahre ich mal bis hin. Und dann kann ich den Drescher wegbringen. Schade, dass an der Ballenpresse das nicht geht. Probieren wir es noch mal. Nein, geht nicht, leider. Ja, es wird schon ein paar Ballen jetzt, auch für die Futtersäuse. Und beim nächsten Mal müssen wir dann wieder Stroh machen für wie soll ich sagen, für den Stall, das war das eine. Außer wir können die Ballen, dann muss ich dann mal ausprobieren, auch per Ballen reinfahren. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Genau. Jetzt hoffe ich, dass das hier noch reinpasst. Weil er schaut ziemlich voll aus. Ja, wird knapp werden, habe ich das Gefühl. Obwohl, ja, sehr knapp. Wegen 309 Liter. Okay. Die 309 Liter. Nehmen wir jetzt. Ich fahre jetzt mal zum Hof. Oder was haben wir denn eigentlich noch? Ja, das war jetzt der Wert von dem her. Was wir noch fahren können, so ist.
Raps. Wir haben jetzt zweimal Raps. Fahren wir hoch auf 22. Ja, jetzt ist es aber blöd. Fahren wir runter auf 8. Und dann können wir vorbeifahren. Da muss ich abladen. Das ist blöd jetzt. Ja, gut. Fahren wir hoch auf 22. Da oben kann ich dann nochmal abladen. Die 309. Und die fahre ich dann ins Silo. Ja, ich muss jetzt eins nach dem anderen machen. Und dann geht's wieder mit dem Kuppern und das los. Ich schätze mal, dass jetzt hier oben die Mühle wieder den Bestpreis zahlt für 10.000 Liter. Ist doch auch schon was. Ich muss jetzt eh hier runter. Ja, das ist das Gute, man fährt zwar ein Stück, aber es ist doch nicht zu weit. So, da muss ich jetzt hier kurz hin. Mal ausfahren. Da warte ich hier. Springe den kleinen Kramer. Muss jetzt mal gucken, wo der Bestpreis für Weizen ist. 36. Mary's Farm. Mary's Farm ist da unten. Okay, halt vorwärts. Ja, wenn wir jetzt 6.300 bekommen, ja, wäre doch auch was. Haben wir wieder Geld gemacht. Das ist doch schon mal. Jetzt kommt ein bisschen was rein. Halt, hier müssen wir rein. Okay. Ich werde hier abladen müssen wahrscheinlich. Ich wollte davon aus, dass das der Verkaufsdrücke. Ah, hier ist auch noch Eier verkauft, das ist gut. Ich habe, glaube ich, eh noch Eier dabei. Probieren wir mal die Eier zu verkaufen, was ich. Jawohl! Ein Ei hatte ich dabei. Sehr schön, haben wir gleich noch Geld dazu gemacht. Und dann fahren wir hoch auf Nummer 22. Ja, boah, voll gegen den Pfosten. Wahnsinn, das ist, wenn man zu schnell unterwegs ist. 13, das ist ein Feld, das machen wir extra, weil da muss ich was mieten. Weil für Kartoffeln werde ich nichts kaufen. Das muss ich dann mieten immer. Genau. Ja, da ist schon eins gekuppert voll. Okay. Oh, ich darf hier nicht vorbeifahren. Oh, der pfeift und bremst aber voll. Ja, ich mache jetzt die Sachen alle nebeneinander. Da ist ein bisschen Action dabei. Immer was anderes. Genau. Gut, dann lasse ich den stehen. Springe den Drescher um. Und mache den Raps jetzt. Na komm, zack. Dann kann man das andere Feld unten auch gleich machen. Ja, es sind verschiedene Felder, aber es ist mehrere Tätigkeiten, was ich jetzt nebenbei mache. Also es ist ein bisschen was los, würde ich sagen. Nicht alles auf einmal, alles gleich. Genau. Also es wird nicht langweilig hier. Mal dresche ich, dann fahre ich ab, dann tue ich Ballen pressen. Später, wenn es ist, na gut, das muss man natürlich dann gucken. Jetzt will ich noch was ausprobieren. Wäre natürlich nicht schlecht, dann zu gruppern und zu sehen, weil ich habe jetzt was gefunden, wo ich das vielleicht in einem Arbeitsgang machen kann. Die Sämaschine kann es zwar schon, aber ich möchte das anders auch machen. Da möchte ich was ausprobieren. Aber hier müsste doch der Helfer schon, wenn ich oben zweimal fahre, schon alleine fahren. Weil da ist genügend Platz.
2 noch einmal hoch. Da oben noch einmal wegen der Straße. Und da müsste er eigentlich von rauf und runter von alleine fahren. Das wäre perfekt, weil hier ist genügend Platz zum Wenden. Da dürfte nichts passieren. Genau. Hier oben braucht er bloß ein bisschen mehr Platz. Wegen der Berge hier, besser gesagt die Felsen. Dass er hier wenden kann, deswegen machen wir hier 2-3 Gewände rein. Jawohl, das müsste eigentlich langen. Das müsste voll auf langen. Da ist so viel Platz, das reicht. Dann lasse ich jetzt den Helfer fahren. Ich kann das Weizen doch wegbringen in das Silo, weil das 300, würde ich sagen. So, läuft. Hallo? Was machst du? Achso, du fährst so. Auch nicht schlecht. Du fährst es so. Okay. Du fährst das so auf und ab, wenn du. Auf weh, du fährst da hinten rein. Gut, dann hupfe ich hier raus. Werden wir dann schon gleich sagen, wenn was ist. Ja, ich, durch mich wurde es blockiert. Okay. Hupfe hier rein. Schauen wir noch schnell zu. Wehe, du wärst da hinten eine. Das will ich jetzt noch kurz wissen. Ich habe die Befürchtung, dass er da. Ja, obwohl es könnte gerade reichen. Bin ich gespannt, was er macht. Ja, er schafft es. Okay. Oder? Aber gerade doch, gell? Okay, dann lassen wir ihn alleine. Dann fahren wir jetzt die 309 Liter weg. Am besten Silo rein. Weil wegen denen rentiert es jetzt auch nicht. Ist zwar auch Geld, aber. Von dem her, genau. Wir haben noch ein bisschen was an Weizen für die Schweine. Für unsere Schweinis. Die Bremsen sind schon heftig. Aber geil. Wenn das bis zu weiter geht, können wir bald mit dem eigenen Dünger düngen. Das wäre ja genial. Genau. Den lasse ich jetzt hier so stehen. Ich hoffe, dass der da oben nicht ganz voll wird. Und dann können wir nämlich runter vorne auf die 8. Und können hier unten auf der 8 noch den Rest abtanken. Müssen wir mal gucken, ob das hinhaut. Deswegen springe ich jetzt wieder in den MB-Truck und mache hier weiter. Ja, jetzt ist mehrere Arbeit, die ich jetzt hier gleichzeitig wie gesagt tätige, von dem her. Voilà. Ja, da kommen schon einige Ballen raus. Das ist schön. Und ich hoffe, dass ich die Ballen, aber ich gehe davon aus, dass ich die Ballen auch reinhauen kann. Und wenn nicht, dann muss ich halt schauen, dass ich wieder beim nächsten Mal Stroh im Ladewagen mache. Aber da
Ja, geht durch. Cool. Müssen wir es anders machen? Müssen wir so ranfahren? Ja, muss ich ausprobieren. Aber ich gehe mal davon aus, dass es hinhaut. Weil es genügend Ballen ja auch rumliegen. Jetzt fahre ich einmal noch rüber. Genau, jetzt fahre ich mal so rüber. Aber scheinbar geht es dem Helfer gut. Man hört nichts davon. Passt perfekt. Dann haben wir gleich das Kleine hier mit. Oben in einen Streifen, da können wir immer rauf und runter fahren. Ja, also wie gesagt, es sind schon einige Ballen hier. Ja, er hat da was liegen lassen, das will ich nicht. Wir brauchen jede Stroh im Moment. Obwohl, man soll ja immer was für die Wildschweine und so weiter übrig lassen. Hat's mal geheißen. Aber naja. Wenn man es auch mitnehmen kann und nicht zu weit weg ist, macht man es auch. Ja, er fährt noch. Also man hört nichts davon, also schaut gut aus. Läuft doch. Oh, schieben wir das mal auf die Straße halb raus. Da muss ich mir dann überlegen, was ich mir für einen Ball warm hole. Genau. Meine brauche ich hier auch noch, den habe ich noch nicht. 37.000 Euro. Da müssen wir gucken, was man dafür kriegt dann. Meine Ballwagen werde ich kaufen. Weil den brauchen wir ja öfters. Hoppala. Mal lauter gucke. Da läuft. Sehr schön. Läuft wie am Schnürchen. Oh, dann haben wir das Ballfeld auch gleich fertig mit dem Ball. Auch wieder eine große Sache weg.
Oh, Feld kommt nichts, auf der Straße auch nichts. Dann können wir hier großzügig wenden. Mit der Ballenpresse, das sind jetzt zu stark ein. Oh, der hat da oben beendet. Sehr schön. Dann mache ich jetzt das noch voll fertig. Genau. Dann haben wir nämlich das Feld auch schon fertig mit den Ballen. Sehr schön. So, zack, aus. Abladen. Einklappen. Den holen wir dann später. Stell ich jetzt bloß da unten hin, schnell. Obwohl, den können wir eigentlich schon wegfahren. Weil den brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Die Ballenpresse tue ich jetzt, glaube ich, nicht mehr da rein. Und den stelle ich jetzt in die Halle rein. Ups, wir müssen da rein. Komm, passt. Die stelle ich jetzt, glaube ich, in die Halle, wo die Kühe drin sind, daneben hin. Ja, wo auch der Bucher drin steht. Dazu nehme ich aber jetzt hier, oder hoffe ich, dass ich da drin Platz habe. Mal öffnen. Ja, das wird knapp, das wird zu knapp werden wahrscheinlich. Wenn ich nicht rumkomme. Ja, nee, das hau nicht hin. Okay. Irgendwas müssen wir doch da reinstellen. Genau. Na, Kühe. Boah, seid ihr mehr geworden? Wie viele Kühe habe ich jetzt? 15 Kühe habe ich schon. Ja, Respekt. 12 Schweinis. Auch nicht schlecht. Nein, ich bringe euch kein Stroh. Stroh habt ihr noch. Dann werde ich dann eher so Kleinigkeiten reintun, die wo man anhängen kann, wie Gruppe oder so. Glaube ich, ist fast sinnvoller da reinzutun, dass der Unterstand besser frei ist. Weil wenn ich ein größeres Mähdrescher habe und ein größeres Werk, dann brauche ich da mehr Platz drin. Den stelle ich jetzt mal ganz, ganz nah weit ran an die... Ah, da kann ich die Sämaschine dann reintun, genau. Und den Grupper, der steht auch noch beim anderen drin. Kann ich dann auch da hinten reintun, weil da kann ich, wo der Grupper ist, könnte ich eigentlich... Ja, ist jetzt egal. Ich stelle jetzt so weit rüber, wie es geht. Genau. Ein bisschen Platz sparen müssen wir ja auch noch mit der Zeit. Ein bisschen vor. Ein bisschen gerade ziehen. Dann aussteigen. Das gefällt mir. Die Zapfwelle weg. Abkoppeln. Passt. Gut, dann stellen wir den jetzt erstmal auch kurz weg. Sauber machen tue ich beim nächsten Mal. So dreckig ist er nicht. Genau, Entschuldigung. So, jetzt stellen wir den erstmal schnell auf seinen Platz, weil wir müssen jetzt erst doch den oben holen. Den Drescher. Da muss ich mir was überlegen mit den Ballen. Genau, der kommt jetzt erstmal hier. Dann springen wir in den Drescher rein. Dann haben wir irgendwas gesehen, dass er was ausgelassen hatte da oben. Ja, die Zeit verfliegt, jetzt ist es eh gleich wieder vorbei. Genau. Und dann müssen wir weiter gucken. Bevor wir noch schnell runter auf Feld. Was war's? Feld 8, genau.
Und dann schauen wir weiter. Ja, 3215. Ja, war ganz schön ergiebig, das Feld hier. Obwohl, ergiebig jetzt auch nicht, könnte besser sein, aber hat auch einiges rausgeholt. Oder rausgelassen. Was ist denn hier los? Stau. Ja, mit großer Schleife könnte man das nicht mehr machen. Weil das ist eh schon an der Grenze hier. Deswegen jetzt halt schon überlegen, vielleicht doch ein größeres zu nehmen und dann hinterher zu ziehen, weil dann tut man sich auch leichter mit dem Fahren. Weil dann sind solche Situationen auch nicht mehr so gefährlich. Feld 8, Feld 8. Feld 8 ist da. Hops, da müssen wir jetzt hier rüber. Da müssen wir jetzt hier genau drüber zirkeln. Ja, am besten mit der Außenperspektive. Und dann brauchen wir hier auch nicht immer so zirkeln. Das tut sich um einiges leichter. Wo bin ich jetzt angegangen? Ja, das ist das. Man geht an und weiß nicht wo. Oh, ich glaube, ich bin richtig. Feld 8 ist das hier. Aber ich werde es hier mal probieren, ob der nicht komplett allein fährt, weil da ist ja genügend Platz. Okay, jetzt fährt er so runter. Okay, passt auch. Dann spring ich mal in den kleinen Bucher. Fahr zum Feld, dass ich ihn abtanken kann. Und dann ist die Zeit eh schon fast wieder vorbei. Stelle ich mich mal daneben. Genau. Jo. Dann würde ich sagen, war es das wieder für heute. Dann wünsche ich euch ein recht herzliches Dankeschön für euer Interesse und Zuschauen. Dass ihr wieder so zahlreich erschienen seid. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne ein Abo oder einen Daumen hoch da lassen. Oder einen Daumen natürlich auch nach unten. Aber bitte dann in die Kommentare schreiben, warum und wieso. Und ja, dann wünsche ich euch was, einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Je nachdem, wann ihr das schaut. Ich bin dann raus, ich wünsche euch viel Spaß. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, euer Part 7575. Tschüss, tschüss.